Liebe Freundinnen und Freunde des Deutsch-Russischen Forums. Vor 30 Jahren wurden in Moskau die außenpolitischen Weichen für die deutsche Einheit gestellt. Am 12. September 1990 unterzeichneten die Außenminister der beiden deutschen Staaten sowie die vier Siegermächte den 2+4-Vertrag. Mit dem Vertrag über die abschließenden Regelungen in Bezug auf Deutschland, wie er offiziell heißt, war die nach Kriegsende offengelassene deutsche Frage endgültig geklärt. Die vier Mächte USA, Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien hoben ihre Rechte und Verantwortlichkeiten für Deutschland auf und die Deutschen erlangten volle Souveränität. Der Weg zu einer Vereinigung der beiden deutschen Staaten war frei. Mit dem Fall der Mauer am 9. November 1989 war die deutsche Frage ziemlich unerwartet auf die Agenda der internationalen Politik gerückt. Bei den Nachbarn in Europa löste der Gedanke an eine Vereinigung seinerzeit durchaus Besorgnis aus. Frankreich und Großbritannien fürchteten eine Vormachtstellung Deutschlands auf dem Kontinent. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher erklärte seinerzeit, die Vereinigung rufe bittere Erinnerungen an die Vergangenheit wach. Die Vereinigten Staaten halfen, die Sorgen vor einer deutschen Vereinigung zu zerstreuen. Sie machten zur Bedingung, dass ganz Deutschland in die NATO eingebunden werden musste. Das wiederum stand im Widerspruch zu den Sicherheitsinteressen der Sowjetunion. Die westliche Militärallianz bemühte sich, die sowjetischen Bedenken auszuräumen. Auf ihrem Gipfel in London im Juli 1990 verkündete die NATO eine radikale Neuausrichtung. Sie reichte den Ländern Mittel- und Osteuropas die Hand zur Freundschaft. Dass die Sowjetunion einer NATO-Mitgliedschaft Deutschlands und einem vollständigen Abzug der sowjetischen Streitkräfte aus der DDR zustimmte, zeugte von Vertrauen. Es war aber auch ihrer ökonomischen und politischen Schwäche geschuldet. Die Sowjetunion war auf Unterstützung von außen angewiesen. Gorbatschow kämpfte im Sommer 1990 ums politische Überleben. Bonn half mit Lebensmitteln und Krediten. Das stärkte Gorbatschows Position im Land und steigerte auch die Bereitschaft, sich auf eine Vereinigung zu den westlichen Konditionen einzulassen. Die Außenpolitik von Michael Gorbatschow und seinem Außenminister Eduard Schewardnadse war von zwei großen Hoffnungen getragen. Der Hoffnung auf eine Integration der Sowjetunion in eine gesamteuropäische Friedensordnung und der Hoffnung auf eine partnerschaftliche Kooperation mit dem Westen, vor allem mit Deutschland, um die marode Sowjetunion modernisieren zu können. All das schien damals keine Illusion. Im November 1990 schlossen Deutschland und die Sowjetunion einen weitreichenden Vertrag über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit. Und die Charta von Paris hielt unter Bezug auf den 2+4-Vertrag fest, die Vereinigung Deutschlands sei ein bedeutsamer Beitrag zu einer dauerhaften und gerechten Friedensordnung für ein geeintes, demokratisches Europa. Von einer solchen Einigkeit ist Europa heute weit entfernt. Ost und West, Russland und die Europäische Gemeinschaft stehen wieder auf verschiedenen Seiten. Längst geht es uns in einem neuerlich geteilten Europa nicht mehr darum, Frieden und Sicherheit miteinander zu organisieren, sondern eher gegeneinander. Wir vertrauen auf unsere militärische Stärke und nicht mehr auf den Dialog. Der 2+4-Vertrag gilt als Meisterleistung der Diplomatie. Wenn wir uns heute an ihn erinnern, sollten wir auch daran denken, wie sehr das vereinte Deutschland zur Diplomatie verpflichtet ist. Im wieder gespaltenen Europa ist es unser Auftrag, den Dialog mit dem Osten aufzunehmen, das politische Vakuum mit Leben zu füllen und immer wieder den Ausgleich zu suchen. Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Freundinnen und Freunde des Deutsch-Russischen Forums, ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie unermüdliche Diplomaten zwischen Ost und West sind, dass Sie Verbindungen zwischen unseren Gesellschaften knüpfen
und Wege der Verständigung finden. Mich stimmt es zuversichtlich, dass uns die Überzeugung eint, dass auch heute am Anfang eines gemeinsamen und sicheren Europas eben nur der Dialog stehen kann. Vielen Dank.